Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rollout, Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Ja, Leute, was ihr da im Hintergrund seht, das ist der Mond von heute Nacht. Guck mal. Nein, natürlich habe ich den nicht so gut abfotografieren können. Oder, ja, der kommt ja jetzt erst noch. Also für die Leute, die relativ früh aufstehen. Ihr habt die Möglichkeit, heute eine totale Mondfinsternis in Deutschland mitzuerleben. Und das Ganze beginnt ja schon in ungefähr jetzt hier so 1,5 Stunden in etwa, wenn das Video hochgeladen ist. Und dann wird der Mond dunkler, 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 dunkler. Dann gibt es einen Blutmond und dann wird das Ding irgendwann ganz kurz, also wird das Ding komplett weg sein. So bis um 7:30, glaube ich. Irgendwas um den Dreh rum. Irgendwie habe ich was gelesen, dass das bis dahin andauern soll. Ja, also heute lohnt es sich auf jeden Fall mal in den Himmel zu schauen, Leute. Könnte interessant sein, was man da so sieht. Also, aber jetzt gehen wir mal hier rüber. Zu unseren Karten hier. Animation Throwdown. Ja, da geht's hier los. Da sind wir dann hier mal bei Mamas altmodische Schatulle mit einem Mythic Stewie. Dann gehen wir in den Shop rein, dann gucken wir mal hier, was haben wir denn da so aktuell am Start. Hier haben wir immer noch die Winter Tire Box, die habe ich ja bereits in einem anderen Video vorgestellt mit Eggnog Roger. Kabellose Audiotransmitter, Bill Daughtry, Roger, Wodka Beer, Pantry Guns und so weiter und so fort. Dann haben wir hier diese diversen Combo Masteries. Sind relativ viele, sind auch ganz gute mit dabei. Also, ja, Bill Daughtry und Roger natürlich ganz gut. Eggnog Roger ist auch cool. Das Ding, die Box ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, dann haben wir aber hier, momentan haben wir ja das Kunst-BGE und dann haben wir hier aktuell diesen Martian, diese Martian-Tire-Box. Im Martian Kalender, Mutilated 3 Repeaters, Englisch kann ich es richtig aussprechen, Eugene Belcheck, Graffiti Mural, Arc Sketch und Mac Griffin. Und bei den Combo Masteries sind es leider nur 6 Stück. Aber dafür wisst ihr dann wenigstens auch mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit, was ihr bekommen werdet. Auch diese Tire Box sehr interessant, aktuell eben auch mit dem Kunst-BGE. So, und definitiv. Kriegt man mehr raus für 700 Gems als bei einer anderen Box für 800 beim Sonderangebot. Sondern hast du hier einen Peter, Gucci Copy Sculptor, Mutilated 3 Repeaters, Arc Sketch und Francine Smith. Störend hier nach wie vor Francine Smith. Jo, und dann sind wir auch schon hier. Ah, was haben wir denn da? Eine Lois Griffin. Jo, und dann haben wir hier, sind wir schon in der Meisterschaft. Weiß ja, warum momentan die Bilder teilweise nicht richtig geladen werden. Das ist aber auch egal jetzt. Bürgermaskottchen. Bürgermaskottchen ist die erste Combo, die wir hier aktuell haben für 500 Gems. Und das ist eben ein Jean mit Kostümkarten. Und eigentlich, was heißt mit Kostümkarten? Am meisten Sinn macht es eben hier mit dem Rogers Kleiderschrank. Dann hast du dann rechts, ja gut, gehen wir hoch auf Maxed Out. Schauen wir uns hier nochmal an. 16er Mauer, 12-fach motivieren, 6-fach Cripple All, 24 Angriff, 63 Leben. Ja, auch hier wiederum die Werte jetzt nicht so krank, ja, dass es sich lohnen würde, da jetzt 10% aufzustocken. Das Einzige, was sich dann ändern würde, wären eben die Leben. Die wären deutlich höher. Dann hättest du eben plötzlich 69 Leben und 26 Angriff, aber. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, wow, 500 Gems für 10% höhere Werte, geil. Deswegen klicken wir das Ding auch mal ganz schnell wieder weg. Dann haben wir die Tadas. Oder die Tay-Tays. So, und dann gucken wir mal die an. Das ist einmal hier mit der Linda. Linda Belcher mit Musikkarten. Übrigens, nächstes BGE Musik. Insofern. Sollten wir uns die Musikkombos genauer anschauen, aber diese hier ist jetzt nicht so der Bringer. Die hat eben, ja, die hat schon Cheer All, aber eben auch wieder eingeschränkt und dann hast du Cripple All. Aber ist jetzt nicht der Oberbringer. Also, das ist halt eine Linda Belcher Kombo. Naja, so.
Deswegen klicken wir die auch ganz schnell wieder weg und dann gehen wir rüber zur nächsten Combo Mastery. Und das ist Body Paint Date und das ist mit einem Quagmire und Kunstkarten. Hier mit der Buzzsaw zum Beispiel. Und dann kommt rechts raus Schild und eben Angriffspunkte, die mit hinzukommen, wenn du eine weitere Combo spielst. So, also. Hier mit Mythic Quagmire. Aber sorry Leute, guckt euch den Mythic Quagmire alleine an. Der ist schon geil. Guckt euch die Buzzsaw an. Gut. Buzzsaw alleine jetzt nicht so krass. Aber Body Paint Date lohnt sich nicht wirklich. So, achso. Ich muss ja nochmal rummachen, dass man es auch genauer sehen kann. So, also keine 1000 Steine dafür ausgeben. Auf keinen Fall macht das nicht. Tut das nicht. Gibt da keine 1000 Steine für aus. Aber Flying Dream Sequenz. Und die Flying Dream Sequenz ist diese da. Das ist mit einem Francine. Und dann haben wir da in der Mitte ein. Ja, jetzt gibt es ja inzwischen das legendäre Planet Express Schiff. Aber auch das hier. Sorry, Dudes. Aber das lohnt sich nicht wirklich. Flying Dream Sequenz hier mit Schild und mit Cheers. Ah, nie so der Bringer. Ne? Also, wenn es euch gefallen hat, das heutige Video, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut es mal wieder an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Common Masteries mit mir immer gleich und schaut euch den Mond heute an, wenn ihr morgens früh rausgeht. Guckt euch an. Ja, es könnte eventuell spannend sein. Also, ich wünsche euch was, macht's gut, bis dann und tschüss.